Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, verehrte Gäste, das Thema, um das es heute geht, die Zukunft und der Erhalt des Fortwerks Saarlouis, sind für mich ein Thema, das mich persönlich und auch emotional sehr mitnimmt. Ich war, wenn ich meine Ausbildung mitrechne, rund 13 Jahre selbst Fortler und konnte in dieser Zeit, die fast mein gesamtes Erwachsenenleben umfasst, viele private Freundschaften und Bekanntschaften, ich will fast sagen, fürs Leben knüpfen. Man ist im ständigen Kontakt mit den alten Kollegen und man bekommt das natürlich auch mit, was da die letzten Tage los ist. Entsprechend fühle ich und leide ich mit meinen ehemaligen Kollegen in dieser schwierigen Situation mit. Für Außenstehende ist es nur schwer vorstellbar, wie sehr diese Ungewissheit, diese ständige Bangen um den eigenen Arbeitsplatz einen persönlich und auch die eigene Familie mitnimmt. Denn für viele Arbeiter bei Ford und im Zulieferpark hängt die familiäre Existenz, das Eigenheim, die Zukunft der Familie an diesem Arbeitsplatz. Als 2019 die dritte Schicht, die Dauernachtschicht, abgeschafft wurde, das war meine Schicht, wussten meine damaligen Kollegen und ich auch über Monate nicht, wie geht es weiter, was passiert mit uns. Und diese Erfahrung, die ich in dieser Zeit dort gemacht habe, war alles andere als schön und so ein Schicksal wünscht man niemandem. Jetzt einfach mal zu erklären, wie sich das anfühlt, es hat sich in dieser Zeit so ein bisschen angefühlt, als ob eine dunkle Wolke einen begleitet, die einem die Lebensfreude entzieht und die einen ständig an den Verlust des eigenen Arbeitsplatzes erinnert. Und es ist wirklich eine verdammt schlimme Situation. Diese Situation, die ich jetzt, nachdem die Nachtschicht abgeschafft wurde, hatte ich das Unternehmen verlassen. Im Herzen bin ich immer noch Fortler. Aber diese Situation, wo für mich einige Monate belastend war, ertragen die Mitarbeiter bei Ford jetzt über fast schon Jahre. Und damit muss jetzt Schluss sein. Die Mitarbeiter bei Ford wurden lang genug, man kann es nur sagen, auf die Folter gespannt, denn das ist Folter, was diese Mitarbeiter mitmachen müssen. Und die Menschen brauchen jetzt Klarheit, Gewissheit, wie es mit ihrem Arbeitsplatz und mit ihrer Zukunft weitergeht. Die Entscheidung der Geschäftsleitung im Bieterverfahren muss nun zügig und transparent der Belegschaft bei Ford mitgeteilt werden und es darf im Interesse der Mitarbeiter nicht erneut wieder zu einer monatelangen Hängenpartie kommen, weil das ist meine Befürchtung, dass jetzt heute, ich hoffe noch aufs Beste, dass heute eventuell keine vollständige Entscheidung kommt, sondern dass eventuell irgendwas Halbgares rauskommt und sich das Elend dann noch ein bisschen nach hinten weiterzieht. Das darf nicht sein, hier muss jetzt wirklich mal Nägel mit Köpfen gemacht werden, die Leute müssen wissen, wo sie dran sind und wo die Reise hingeht. Als AfD-Fraktion hoffen wir, wie alle Saarländer, dass das Paket, das die Landesregierung in Abstimmung mit dem Bundeskanzleramt und der Bundesagentur für Arbeit geschnürt hat, in Zusammenhang mit den zahlreichen Bemühungen und Verhandlungen des Saarlouis Betriebsrats den Zuschlag im Bieterverfahren für den Standort Saarlouis bringen und auch in Zukunft qualitativ hochwertige Fahrzeuge made in Saarlouis produziert werden können. Hierzu ist es aber auch wichtig, dass die Landesregierung und vor allem auch ihre Parteifreunde in Berlin und Brüssel klares Bekenntnis abgeben zum Industriestandort Deutschland, auch ein klares Bekenntnis abgeben zum Industriestandort Saarland und auch ein klares Bekenntnis zum Verbrennungsmotor abgeben, denn das ist hier so ein bisschen die Crew. Ich wollte die Rede eigentlich heute in die Mitarbeiter in den Mittelpunkt stellen und so ein bisschen das Politische rauslassen, aber in den anderen Reden war ja immer so, die Geschäftsleitung hat hier alles versäumt. Man darf nicht unterschätzen, die Politik hat hier auch mitgespielt. Ich rede jetzt hier nur über die EU-Verordnung 443209, die die Festsetzung von CO2-Emissionsnormen für neue Personenkraftwagen feststellt. Und man kann es einfach zusammenfassen. Die Politik gibt den Unternehmen vor, ihr müsst Elektroautos bauen, Verbrenner werden mit hohen Strafzahlungen belastet. Aber die Verbraucher wollen halt eben keine Elektroautos. Ich habe jetzt mal geguckt, im April 12% der Neuzulassungen in Deutschland waren Elektroautos. Das heißt, immer noch 88% waren Verbrennungsmotoren. Und das ist eine Geschichte, wo wir halt einfach dran arbeiten müssen. Ich kündige jetzt für meine Fraktion mal an, dass wir wieder zur Technologieoffenheit zurückkehren. Das heißt auch E-Fuels, CO2-neutrale E-Fuels in den Raum stellen. Nämlich das ist wirklich eine Technologie, da können wir die komplette Fahrzeugflotte CO2-neutral machen und wir können auch die 44.000 oder 40.000 Arbeitsplätze, wo wir in der saarländischen Automobilindustrie haben, können wir die halten. Weil das Problem wird sein, selbst wenn es jetzt den Zuschlag für ein E-Auto gibt, 40, 50, vielleicht sogar bis zu 60% der Arbeitsplätze werden dennoch wegfallen, weil halt einfach die Fertigungstiefe fehlt und verschiedene Produkte nicht mehr gebraucht werden. Von daher
hoffen wir, dass wir dann in Zukunft klares Signal setzen können und dort an dieser EU-Verordnung dran drehen können, dass wir dort wieder auch im Saarland diese Arbeitsplätze halten können und dass es nicht nur Ford, sondern auch die anderen Automobilzulieferer im Saarland eine Zukunft haben. Vielen herzlichen Dank.